Um seine DSL-Geschwindigkeit zu testen, benutzt man am besten so einen Dienst wie zum Beispiel von computerbild.de in diesem Fall. Muss man nur noch seine Daten hier angeben, welchen Anbieter man hat. Telekom stimmt jetzt bei mir. Dann die Geschwindigkeit. Falls man nicht weiß, gibt es auch hier unten weiß nicht. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Dann die Postleitzahl. Dann, ob ich WLAN benutze, das weiß ich. Und dann drückt man nur noch DSL-Test starten. Dann wird die Download-Geschwindigkeit getestet und gemessen. Danach Upload und dann die Ping-Zeit. So. Die Bewertung kann natürlich nicht wirklich abgeschlossen werden, weil man ja am Anfang jetzt nichts Konkretes wegen der DSL-Geschwindigkeit angegeben hat. Und das war's dann eigentlich auch schon. Kommt jetzt das Ergebnis. Also bei der Pingzeit, da kann ein Ergebnis rauskommen, wie viele Millisekunden das halt gedauert hat. Und die restlichen Daten von dem Download und dem Upload kann man hier ablesen.